So, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Fußballmanager 21 mit Hoffenheim. Wir haben ja in der letzten Folge die Vorbereitung durchprescht und auch den ersten Spieltag absolviert gegen die Bayern, den wir direkt mit einer Niederlage hinnehmen mussten. Ich glaube, wir haben 2:0 verloren. Yes, wir haben 2:0 verloren. Das war natürlich unglücklich. Aber dennoch freuen wir uns auf die kommende Saison. Ich bin gespannt, was es noch bringen wird. Und ja, wir stehen direkt hier auch schon vor dem zweiten Spieltag gegen den SC Paderborn. Und dann schauen wir uns das Ganze auch mal an. Gegen Paderborn müssen wir am zweiten Spieltag, dann müssen wir gegen Wolfsburg und dann wartet Leverkusen auf uns. Dann Frankfurt, dann Hannover und dann der BVB. Kaufangebot für Justin Hogma. Ne, den nehmen wir erstmal ab. Ich wollte nochmal hier kurz die Teamdynamik anschauen. So. Haben wir das auch? Aktuell sind wir nach einem Spieltag Platz 14, auf Platz 14. Ja, aber gegen Paderborn kann man schon mal punkten, auf jeden Fall. So, neue Idee für Fanartikel, David Otto ist frustriert. Yes, meine Freunde, jetzt stehen wir vor dem zweiten Spieltag. Spendenwunsch, 5000 können wir mal spenden. Eine Reserve verliert gegen Viktoria Berlin mit 0:1. Otto ist frustriert, hat seit mehr als 489 Minuten kein Tor mehr erzielt. Geiler. Ist der aus der Jugend oder wo? Auch ein sehr guter Mann, muss ich sagen. Stärke 79. Normalerweise wäre das auch einer für die erste Mannschaft. Ich denke mal, den werden wir auch mal rüberziehen. Für die Breite einfach ist das, glaube ich, ganz gut. So. Ja, Freunde, gehen wir in den zweiten Spieltag rein gegen Paderborn auswärts. Aktuell gut in Form, die Paderborner. Hoffen wir mal, dass wir hier das Spiel überleben. So, die anderen Spiele. Der 1. FC Köln muss gegen Werder Bremen, Bayer Leverkusen spielt gegen Dortmund, Gladbach gegen Leipzig, Frankfurt spielt gegen Freiburg, Augsburg spielt zu Hause gegen Union Berlin, die Bayern spielen gegen den VfB Stuttgart, Hannover 96, der neue Aufsteiger muss gegen Mainz ran, Wolfsburg gegen Hertha BSC Berlin. Wir spielen im Videotextmodus und auf geht's.
Den Bildschirm will ich nicht mehr angezeigt bekommen, weil das nervt ein bisschen. Gebt euer Bestes. Dabur bringt uns hier in Führung. Skoff macht sogar noch das 2:0. So haben wir uns das vorgestellt. So. Auswechslung mache ich selbst. 60 Minuten gespielt. Immer noch 2:0. Jetzt bringen wir Davy Selke mal. Und Robin Hack auf der Linksaußenposition für Julian Draxler. Genau, die anderen lassen wir durchspielen. So, nach 94 Minuten ist dann Schluss. Wir gewinnen dieses Spiel mit 2:0. Haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Bin da auf jeden Fall zufrieden. Kann sich sehen lassen. Luka Modric wechselt ablösefrei zu Hertha. Das ist ja auch der Hammer, wa? Von Real Madrid. Da haben sie sich aber einen guten Mann ins Boot geholt. Zwar schon ein älterer Herr, aber hat auf jeden Fall eine vorzeigbare Karriere hinter sich. Kaufangebot für Robert Skoff lehnen wir natürlich komplett ab. Und meine B-Junioren verlieren gegen die Bayern mit 4:2. Markus Göller erzielt die beiden Tore. Dank der Klausel in einem Vertrag müssen wir 115.000 Euro an Mali bezahlen, wenn er einen weiteren Einsatz für den Verein bestreitet. Das machen wir gerne, ne? Kein Thema. So, gucken wir uns nochmal kurz die Jugend hier an. Da wollen wir nochmal ein paar nach Hause schicken hier. So, hier das Gleiche. Zack. So, gucken wir nochmal hier, ob wir hier irgendwas dabei haben bei den Bayern. Marusic. Stärke 70, das wäre doch einer. Das war für die zweite Mannschaft. Aber das bringt mir ja nichts. Ich kann den nur ausleihen. Also bisher hat mir diese Kooperation noch nichts gebracht. Keine nennenswerten Spieler aktuell dabei. Eher so für die zweite Mannschaft, aber so, Auslosung zur Champions League. Dann gucken wir doch mal. Lassen wir das Ganze mal laufen. In der Gruppe A befindet sich Real Madrid. In der Gruppe B der FC Arsenal. Für Gruppe C wurde Borussia Dortmund gezogen. Gruppe D, Spartak Moskau. Gruppe E, Benfica Lissabon. Gruppe F, der Inter Mailand. Gruppe G, Paris Saint-Germain. Und Gruppe H, Manchester City.
Aus Lostopf 2 wird für die Gruppe A gezogen der FC Liverpool. Für Gruppe B Atalanta Bergamo. Für Gruppe C der FC Chelsea. Oha. Gruppe D SSC Neapel. Für Gruppe E Olympique Lyon. Der FC Bayern geht in die Gruppe F mit Inter Mailand, Juventus Turin im Hammerduell gegen Paris in der Gruppe G und Atletico Madrid Gruppe H. So, Lille für Lostopf 3 in die Gruppe A gezogen. FC Sevilla landet in der Gruppe B. Der FC Valencia geht in die Gruppe C mit Dortmund und Chelsea. Leipzig ist für die Gruppe D gelost worden. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Gruppe für die Leipziger. Neapel und Moskau, da ist für Dortmund schon schwerer mit Chelsea und Valencia. So, wir werden für Gruppe E gezogen mit Lyon und Lissabon. Anderlecht geht in die Gruppe F. Der FC Brügge muss sich mit Paris und Juve auseinandersetzen und der FC Porto hat es mit City und Atletico in der Gruppe H zu tun. Dann geht es weiter in Lostopf 4. Sporting Lissabon hat es mit Real Madrid und Liverpool zu tun in der Gruppe A. Der PSV Eindhoven muss gegen Arsenal ran in der Gruppe B. Oh, wen haben wir hier? Die sagen mir gar nichts. Jurgens IF. Gruppe C gegen Dortmund und Chelsea und den FC Valencia wird, glaube ich, ein sehr schweres Ding. Celtic Glasgow landet in Gruppe D mit Leipzig, Neapel und Moskau. Und wir bekommen in der Gruppe E es noch mit Thessaloniki zu tun. In der Gruppe F landet noch Medipol Başakşehir hier. Das ist, glaube ich, ein türkischer Verein. Gruppe G kriegt nochmal Austria Wien. Und in der Gruppe H landet CS Universität. Kann ich leider nicht aussprechen. So, landet auf jeden Fall in Gruppe H mit City, Atletico und Porto. Ja, ich würde sagen, wir können eigentlich zufrieden sein mit dieser Gruppe. Ich meine, uns hätte es auch härter treffen können. Wenn ich diese Gruppe hier sehe, oder auch diese Gruppe, oder auch diese Gruppe hier, ist das eigentlich schon ganz ordentlich, ganz gut, ne, für uns. So. Änderung 5 Jahreswertung. Nach letzten Ergebnissen ergibt sich ein neuer Stand. Spanien ist jetzt aktuell Platz 2, England auf 1 und Deutschland auf Platz 3. Mario Götze jetzt stärker, Trainingsziele erreicht. Seht ihr, da wollte ich auch nochmal nachschauen, wegen den Trainingszielen. Ich glaube, die hatten wir nämlich noch gar nicht eingestellt. Çalhanoğlu ist frustriert. Die Reserve gewinnt 3:2 gegen den SC Werl. So, wir schauen uns noch mal kurz die Trainingsziele hier an von den einzelnen Spielern. Das haben wir total vergessen, das einzustellen. So.
Tabur, Dribbling, Fernschüsse, Schusskraft, Volleys und Torriecher. Sag mal, Seko ist ja zentraler Mittelfeldspieler, auf jeden Fall Kopfballspiel. Kann auch mal versuchen zu schießen. Da hat er gute Werte, Zweikampf, lange Pässe vielleicht nochmal. So, Skov, auf jeden Fall Dribbling. Ballkontrolle ist ganz wichtig und Schnelligkeit, ne? Check the mic and make sure it sound right, boys. So, Grilic. Unser Rechtsverteidiger, der soll natürlich auch schnell in Antritt, hat er gute Werte eigentlich. Kann man hier nochmal ein bisschen nachlegen. Larsen. Auf jeden Fall bei Flanken, sollte Flanken trainieren. Posch. Dennis Geiger. Staffelidis. Ja, das nimmt natürlich immer ein bisschen Zeit in Anspruch hier, aber ich finde das schon wichtig, dass die einzelnen Spieler auch im Training ihre Ziele haben. Bin ich total von abgekommen, das hier einzustellen. Robin Hack. Denn mit diesen Trainingszielen, also ist mir auf jeden Fall aufgefallen, verbessern sich die Spieler schneller. Klar, wenn man Ziele im Kopf hat, will man natürlich daran arbeiten. Das hat bisher immer funktioniert. Julian Draxler. Torriecher noch mit rein. Martinez. Ich glaube, da können wir am Antritt und an der Schnelligkeit, glaube ich, nicht so viel mehr rausholen, aber wir nehmen das trotzdem mal mit rein. Mario Götze könnte auch ein bisschen an der Schusskraft arbeiten, an den Fernschüssen.
Kiele, unser neuer Innenverteidiger, den wir geholt haben. Bin auch mal gespannt, wie der sich macht. Mittelstädt. Auch ein Spieler, den wir neu zu uns geholt haben. Und natürlich der Torschützenkönig, ne? Der letzten Saison. David Selke, da bin ich, auf ihn bin ich wirklich sehr gespannt. Ob der das bei uns fortführen kann. So, jetzt sind wir durch. Yes. Super. Gucken wir uns nochmal die Nachrichten an. Cialanolo ist frustriert, erreicht neue Erfahrungsstufe. Mendes erzielt 2 Tore, Götze jetzt stärker. Sehr gut. Können wir nochmal kurz die Team-Dynamik überprüfen hier, bevor wir das nächste Spiel spielen. So, welches aber erst in der nächsten Folge zur Geltung kommt. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge hier gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn es dann gegen den VfL Wolfsburg geht. Ansonsten bleibt gesund. Bis bald.